meine Anrufliste von gestern. So, ein paar Sachen sind ausgegraut. 11414 ist die Nummer der schwedischen Polizei. Wir hatten Real Talk wirklich Angst. Kumo, willkommen zu einem neuen Tag hier beim Vantip. Heute machen wir fancy Apple-Pannekuchen, dazu lecker, lecker Kaffee aus der Bialetti und wir haben einen tollen Sea-View. Ich meine, wow! Kurze Beauty-Shots, die Leo vorher im Schrank geschossen hat. Tobi, wie ist die Stimmung? Ja, wir drehen jetzt kurz einen Werbespot. Ich bin hier feist, Jan. Halt einfach dein Maul, Digga. Ja. Und ich bin Wanderer. Der Werbespot, den seht ihr jetzt. Halt, Fremder! Halt ein! Ich bin Hephaistian. Möchtest auch du der weltweit größten Mobile-Gamer-Community beitreten? Ja. Red Shadow Legends hat Millionen von Spielern, über 100.000 Discord-Mitglieder und ganze 40.000 Mitglieder auf Reddit. Boah. Und falls es mal nicht so gut läuft, die Discord-Community ist für dich da. Über 100.000 Spieler helfen dir aus jedem Schlamassel. Und genau jetzt ist der beste Moment, um loszulegen. Das Spiel ist kostenlos und das Tutorial erklärt dir alles, was du brauchst. Das Game hat über 25 Millionen Downloads. 1 Million Spieler spielen jeden Tag. Und es wurden über 216.000 Clans erstellt. Er spiele krasse Champions, wie auch mich zum Beispiel. Hephaistian. Erstelle mit Freunden einen Clan und schalte noch mehr exklusive Belohnungen frei. Absolut geil. Vor allem, wenn man hier gerade zum Strand hängt, schmeckt auf jeden Fall. Easy, Digga. Diesen Monat kam quasi das Champions-Update raus. Mit Balancing von 20 Champions. Somit sind die Kämpfe noch wettbewerbsfähiger und spannender und gehen richtig rein, Alter. Außerdem kam die Schmiede neu raus. Das heißt, du kannst deine eigenen Waffen und Artefakte selber schmieden. Ihr findet mich in dem Game unter dem Namen KingRevi187. Und jeder neue Spieler, der sich über meinen Link registriert, kriegt 100.000 Silber, 50 Diamanten, 10 mysteriöse Splitter und den neuen Helden, den Schlitzer, Alter. Und die Belohnung findest du in deiner Inbox und du hast nur 30 Tage dafür Zeit, also schnell. Hau rein, Dickhai! Komm mal her mit deinem Teller hier, Schatz. Komm mal her mit deinem Teller hier. So. Ja, Leute, wir haben noch immer keine Meldung von der Polizei bekommen. Ich habe gestern aber ein bisschen recherchiert, ob es so eine Vermisstenkartei in Schweden gibt. Gibt's wohl nicht. Dafür haben uns gestern hier noch 4 Jugendliche mit einem alten Mercedes abgefuckt und uns daran gehindert, hier friedlichst einzuschlafen. Aua, guten Morgen. So viel dazu. Wir essen jetzt erstmal. Dann werden wir ein bisschen an den Strand gehen. Es ist eigentlich sogar gutes Wetter. Man kann sogar ins Wasser gehen. Ich war eben mal mit den Füßen drin. Ist schon kalt, aber es geht. Und dann wahrscheinlich schon weiterfahren. Denn, das wissen viele noch gar nicht, ich habe noch ein Treffen mit einer Schwedin vereinbart. Deshalb machen wir ja diesen Roadtrip. Die Jungs wissen das auch noch nicht. Ich treffe mich mit jemandem und das wird auch die nächsten Tage dann stattfinden. Ich glaube, Leo muss, wann ist, was ist heute, der 14.? Ja. Morgen hast du Geburtstag, ne? Nee, am 16. Am 16. Ach, scheiß doch drauf. Weißt du was? Mach deine Teller so, selbst. Teller, ich leg mich jetzt ins Bett. Jedenfalls habe ich ein Treffen und bin dafür 5000 Kilometer gefahren. Toller Vlog-Titel. Wir frühstücken jetzt erstmal und sehen uns dann gleich am Strand wieder. Ich habe ja gesagt, wir sind unser Meer. Wir waren am Meer ohne die scheiß Kamera. Währenddessen ist unser Video online gegangen mit dem ganzen komischen Dingen, die wir da gefunden haben. Und wir haben Bogen geschossen und sind von 200 Mücken gestochen worden. Und es kam vermehrt der Call, wie ich auch schon vorher gesagt habe, zu Tobi und Leo. Boah, safe werden Leute wieder schreiben, dass der ganze Kram gefaked ist. Wir waren eben kurz davor und ich habe gesagt, ey, lass uns lieber doch noch mal ganz kurz ein paar Dinge, bevor wir das Video jetzt hochladen, richtig stellen. Das Video war aber schon gerendert und da wir hier auf minimalster Akkuleistung laufen, ihr hört es vielleicht. Nee, hört man nicht. Man hört es nicht. Man sieht es vielleicht, da liegt ein Kabel hinten auf die andere Seite des Parkplatzes. Da ist der Generator angeschlossen und wir haben nur begrenztes Datenvolumen. Deshalb haben wir gesagt, yo, fuck it, lass uns das Video einfach hochladen. Wird schon keiner was sagen. Leider Gottes haben ein paar Leute was gesagt, was ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann. Und deshalb gehe ich jetzt noch mal ganz kurz hier rein und zeige euch mal ganz kurz meine Anrufliste von gestern. So, ein paar Sachen sind ausgegraut. Zum Beispiel der Name dieses Kollegen hier, das ist der Bro, der selber Polizist ist. Outgoing Call gestern Abend, yesterday. Wir haben heute den 14. September, 18.09 Uhr. 3 Minuten mit dem telefoniert, das ist der Polizist, den wir zuerst angerufen haben. Dann hier nochmal ganz kurz der Call. 11414 ist die Nummer der schwedischen Polizei. 4 Minuten Call hier gestern gewesen, der erste. Dann haben wir hier nochmal 4 Minuten mit der Polizei telefoniert und haben den Call irgendwie nochmal abgebrochen, weil das Signal unterbrochen worden ist. Und dann sind wir hier nochmal durchgestellt worden, wie ihr sehen könnt, direkt nach Kristianstad für 8 Minuten. Also das sind schon mal die Proofs, dass wir gestern Abend auf jeden Fall länger mit der Polizei telefoniert haben. Die oberen beiden Calls von heute waren 2 Kollegen. Des Weiteren habe ich auch noch tatsächlich eine Menge Leute, unter anderem auch mit meiner Freundeskarte
Freundeskreisgruppe darüber geschrieben. Ihr seht das hier, 7 Uhr. 7 war das gestern, habe ich die ganzen Bilder reingeschickt. Hier sind auch nochmal, wie gesagt, Bilder, auf denen erkennt man jetzt nicht hier so viel. Aber wir haben auch unzensierte Aufnahmen des Tatorts bzw. dieser ganzen Geschichte. Wir haben leider noch keinen Call von der Polizei erhalten, wollen aber hier erstmal kurz richtig stellen, dass das Ganze nicht gefaked ist. Wir warten gerade, wie gesagt, immer noch auf den Rückruf und wollen auch so gut es geht nicht aus der Gegend hier losfahren. Wir sind jetzt ungefähr 25 Minuten vom Polizeipräsidium weg. Falls noch was kommen sollte, dass wir denen das zeigen können, wo wir das genau gefunden haben. Fürchte aber wahrscheinlich, dass das irgendwo in den Akten versemmelt und sich jetzt keiner mehr meldet, weil sich immer noch keiner gemeldet hat. Wir haben gestern Abend gesagt, sie wollten sich abends melden, ne? Ja. Vielleicht kommt da noch was, wer weiß. Jedenfalls hier nochmal ganz kurz ein kleiner, relativ ausgeschnitten, zensierter Teil. Wir haben oben das Polizeilogo, wenn ihr das erkennen könnt. Und hier nochmal ganz kurz ein paar andere Briefe, dass ihr auf jeden Fall sehen könnt, dass das nicht irgendwelche weißen Zettel sind, die wir einfach da hingelegt haben und irgendwie einen Rucksack und einen Schlüssel und alles mitgebracht haben. So what the fuck, das lag da tatsächlich und das haben wir so gefunden. Und hier nochmal ganz kurz meine Instagram-Story, wo man das vielleicht das Polizeilogo sehr gut erkennen kann. Wir hatten den Sack dabei, den Müllsack, den man noch gestern im Video gesehen hat. Also haben wir das auf jeden Fall auch alles zur Polizeistation gebracht. Ist ganz nice, dass ich das hier nochmal richtig stellen konnte, weil das natürlich nochmal extra Klicks sind. Digga, ich bin gerade von 200 Mücken wieder gestochen. Ja, ich auch. Ich aber na komm, Digga, wirklich. An der Stelle danke an die Hater für die extra Klicks. Freut mich mega. Und ich werde mich jetzt komplett in Mückenspray voll machen, Alter. Ich dachte, in Real Talk, wir brauchen das nicht, Junge. Aber, oh, Digga, hier sieht's aus wie Scheiße drin, wa? Kann ich auch haben. Nee, du nicht. Du musst die Mücken fressen. Wir warten jetzt auf den Rückruf der Polizei, werden den Van ein bisschen aufräumen und werden dann wahrscheinlich, wenn wir bis morgen keine Rückmeldung von der Polizei erhalten haben, weiterfahren Richtung Karlskrona, glaube ich. Alter, guck mal hier, was das für Flatschen sind, Digga. Siehst du das? Fetten Ekelmücken, Alter. Ja, Mann. Ja, jedenfalls, so bis zum heutigen Abend. Grüße. Na, ist das Essen heiß? Was das Essen nicht weiß, macht den Bauer heiß. Halt dein Maul. Perfekter Take, um den Tag zu starten, wie ich mit einem Finger ein Messer sauber mache. Leute, wir haben einen neuen Tag, wir haben immer noch keinen Rückruf von der Polizei. Dafür aber hat Tobi Geburtstag. Alles Gute für dich. Ich habe keinen Geburtstag. Ah nee, du hast morgen Geburtstag, ne? Ja, ja, am 16. Digga, scheiß drauf. Ja. Wir machen uns gerade Frühstück, es gibt ein bisschen Müsli, Reste von gestern und dann fahren wir hoch nach Karlskrona oder da in die... Guten Tag, Leute. Ja, so viel auf jeden Fall zum heutigen Morgen. War relativ entspannt. Wir waren jetzt auch alle nochmal duschen, verlassen jetzt diesen wunderschönen Ort hier direkt am Meer und fahren jetzt, wie gesagt, in die besagte Stadt. Ansonsten werden wir uns, wie gesagt, heute Abend noch mit jemandem treffen. Das seht ihr dann im nächsten Vlog. Morgen müssen wir leider Leo schon zum Flughafen bringen. Das schmerzt sehr, aber wie heißt es so schön? Die Guten sterben jung und die Besten sterben nie. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Sagotan die Fresse halten. Oh nein! Ich hab im Urlaub Zug genommen, ich bin fett geworden. Digga, ich bin fett geworden, meine Hose ist gerade geplatzt. Ja. Wir müssen Feuerholz sammeln. Leo, baust du den Gaskocher auf? Hallo, wir sind nicht in der Natur. Zaun und du. Wir sind auf einem öffentlichen Parkplatz in irgendeiner Stadt, Digga, in Schweden. Und wir werden hier A, kein Feuer machen, B, gibt's keine Wildschweine hier, C, werden Nimmst wir jetzt die kein Axt Holz sammeln. Mit? Okay. Noch ganz kurz eine Sache. Gestern haben ultra viele Leute das Video geschrieben, beziehungsweise vorgestern. Das ist sau dumm gewesen, dass wir die Sachen angepackt haben und der Polizei gebracht haben. Habe ich jetzt nochmal drüber nachgedacht. Eigentlich habt ihr recht. Eigentlich war es super dumm, dass die Polizei uns gesagt hat, yo, nimm die Sachen und packt sie ein. Aber wir haben da tatsächlich auch Tücher benutzt. Also wir haben die nicht mit der direkten Hand angefasst. Zumindest ich nicht. Ich glaube, Leo schon. Leo, das glaube ich. Aber Leo wird dann auch vielleicht jetzt gerade von der Polizei hier in Schweden dann gesucht. Man muss pinkeln, lass ihn bitte. Die haben sich auch noch nicht gemeldet. Keine Ahnung. Bisschen traurig so, weil ich dachte eigentlich, dass da irgendwie von denen was kommt so als Rückmeldung. Scheinbar nicht. Gehe aber dann an der Stelle auch einfach mal davon aus, dass es jetzt eine Lappalie gewesen ist und nichts Bedeutendes, hoffentlich. Hier links das Rathaus. Das sieht doch kalt. Wir gehen jetzt runter zum Wasser, enjoyen unseren Stuff hier. Leo ist gerade im Café, lädt hoch, so viel zu gestern. Und ja, dann machen wir heute einen ganz spannenden Vlog draus, ja. Ich wollte mich primär um das Thema kümmert haben, dass diese ganzen Sachen nicht fake gewesen sind, sondern tatsächlich so, also so passiert sind. Man muss sich auch mal vorstellen, Leute. Die Sonne. Als ob ihr denkt, so what the fuck, als würden wir Zettel mitnehmen, Koffer, eine Schlüsselbox und die da so hinlegen und sagen so, jetzt haben wir gerade kein Konto, dann tun wir halt so, als hätte sich jemand das... Digga, als wären wir so pietätslos und würden so tun, als hätte sich dann jemand das Leben genommen. Wir hatten Real Talk wirklich Angst, dass da irgendwas passiert ist, Alter. Das ist der Minecraft-Mann. Tobi, Nummer 1, das ist für dich. Was ist das? Stalker. Geht das echt voll? What the fuck? Ein Hund hat so einen großen Kopf. Wie groß kann das Gehirn von diesem Hund sein? Das kann maximal... Ich würde sagen, das war's davon. Jetzt hier in diesem wunderschönen Örtchen. Akani macht Winke-Winke. Und wir genießen jetzt Slab.
Treppenhaus.